Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns aktuell im Halloween-Modus. Nein, stopp, das ist natürlich nur Blödsinn gewesen, weil ich bin dem Prachtvollen unterwegs nach hier begegnet. Und dummerweise habe ich gesagt, ich möchte was aus einem anderen Leben oder sowas haben. Habe den 64 Goldstück in die Hand gedrückt und muss insgesamt jetzt 10 Minuten mit diesem Antlitz von Lahizu, das war übrigens auch sein Name, glaube ich, rumlaufen. Aber wenn man auf die rechte Maustaste drückt, dann ist dieser Effekt auch wieder zu Ende. Das nur für alle, die das vielleicht nicht wussten. Und ich schau mal... Ach, wir müssen hier rein, okay. Weil wir müssen zum Herrenhaus der Gouverneurin. Wo ist Keshu? Ich habe etwas mit ihr zu besprechen. Wird mir gar nicht angezeigt hier. Ist sie oben? Jetzt wird sie mir angezeigt. Ah, da. Bandassia, ein Kultist. Gideon wird helfen, wo wir nur können. Hab Dank, Gouverneurin. Ah, hier ist meine Partnerin. Ja, wie immer zu spät irgendwie, ne? Razer Vandasia. Ein Verräter und Dedra-Kultist. Ich fasse es nicht, dass er uns alle so viele Jahre an der Nase herumgeführt hat. Doch das ist eine Sache für ein anderes Mal. Evely erzählte mir, ihr habt eine Spur, um diese sogenannten Ambitionen zu finden. Alter, das ist die Name von dieser Vampirfürstin, die mich zum Vampir gebissen hat zwischendurch. Ah, ich habe die jetzt bestimmt schon das dritte oder vierte Mal in verschiedenen Rollen gehört. Das triggert mich immer so ein bisschen, aber nicht im negativen Sinne. laut einem entschlüsselnden Dokument liegt das Gewölbe in der Ojelbak. Wisst ihr, wo das ist? Razia Lovidicus tat gut daran, euch zu mir zu schicken. Auf Agonisch heißt Ojelbak in etwa Grube des Außenseiters. Es gibt eine Landschaftsformation im Süden, die diesen Namen trägt. Leider liegt sie in jenem Gebiet, das der Stamm der Suixan für sich beansprucht. Oha. Der Stamm der Suixan? Wird der ein Problem sein? Die Suixan sind ein wildes Volk. Naga, die Mächte von Tod und Chaos anbeten. Ihr müsst ihr Land durchqueren, um die Grube des Außenseiters zu erreichen. Die Naga erkennen keine Autorität außer ihrer eigenen und der ihrer Anführer an. Sie heißen Besucher nicht willkommen. Wir verstehen. Echt? Wir verstehen? Wo ist die Grube des Außenseiters? Südlich von Steinod. Im Herzen des Reviers der Suixan. Ich würde zu Vorsicht und Heimlichkeit raten. Wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, solltet ihr lieber keinen Krieg mit diesem Stamm vom Zaun brechen. Bringt das, was ihr dort findet, hierher zurück. Gideon wird es sicher verwahren. Das garantiere ich euch. Evely und ich werden sofort aufbrechen. Ojelbak, die Grube des Außenseiters, ist eine Landformation südlich von Steinod. Doch nähert euch diesem Ort vorsichtig, denn er liegt im Herzen des Gebiets der Suixan. Ich würde vorschlagen, dass ihr Evely am Rand ihres Reviers trefft und dann von dort aus weitergeht. Ist das nicht wortwörtlich das Gleiche, was sie gerade erst zu uns gesagt hat? Wie lange seid ihr schon Gouverneurin von Gideon? Nach vielen Jahren des Kämpfens, einschließlich meiner Zeit als Befehlshaberin der Paktstreitmächte im Krieg der drei Banner, beschloss ich, dass ich genug hatte. Kurz nachdem ich in Gideon eintraf, wurde der Posten als Gouverneurin frei. Es ist mir eine Ehre, der Stadt auf diese Weise zu dienen. Dann ist Gideon also Teil des Ebenherzpaktes? Nein. Dunkelforst und die Topalbuchtregion sind unabhängige Gebiete. Wir haben ein Handelsabkommen mit Leyavin, doch ansonsten sind wir auf uns allein gestellt. Wir hoffen, dass der Krieg im Norden und Westen bleibt. Außerdem hoffen wir, dass er bald endet. Ihr hattet keine Ahnung, dass Vandazia der Anführer eines dedrischen Kults war? Nein. Er diente den Langhauskaisern von dem Tag an, als sie den Rubinthron an sich rissen und wurde schließlich ein Mitglied des Ältestenrats. Seit dem Zusammenbruch des Kaiserreichs war er ein vertrauensvoller Berater, sowohl hier als auch in Leyavin.
Diese Neuigkeiten sind wirklich erschütternd. Wisst ihr etwas über den Orden der Erwachenden Flamme? Nur das, was die junge Evelyn mir erzählt hat, bevor ihr eingetroffen seid. Ich hatte vor heute noch nie von ihm gehört. Ich werde jedoch meine besten Schwarzflossen-Legionäre entsenden, um dem nachzugehen. Vandassia lebt schon sehr lange in Gideon. Irgendwer hier muss etwas wissen. Was könnt ihr mir sonst noch über die Sulxan erzählen? Die Sulxan sind brutal. Sie opfern ihre Feinde den dunklen Mächten, denen sie dienen. Und ihr Blutdurst kennt keine Grenzen. Deshalb rate ich zur Vorsicht, wenn ihr in ihrem Gebiet unterwegs seid. Sie werden euch weder Freundlichkeit noch Gnade erweisen. Erzählt mir mehr über euch selbst. Vergebt mir, wenn das wie Angeberei klingt. Ich wuchs in einem winzigen Dorf im fernen Süden auf. Doch ich war mit dem hinterwäldlerischen Leben dort nie zufrieden. Ich sehnte mich danach, mehr über die alten Argonier zu erfahren. Danach meinen Leuten etwas Zivilisation zu bringen. Alte Argonier? Ihr habt sicher die Steingebäude im Sumpf gesehen. Die Xanmeer. In uralten Zeiten erschuf mein Volk große Wunder. Die Argonier waren eine große Zivilisation. Dann gaben sie das alles auf, um ein einfacheres und weniger kompliziertes Leben zu führen. Wie seid ihr in Gideon gelandet? Meine Reisen haben mir das Leid meines Volks aufgezeigt. Ich habe gegen Sklavenjäger der Dunkelelfen gekämpft, die Schwarzflossenlegion ausgehoben, gegen akaverische Invasoren gekämpft, geholfen, den Ebenherzpakt zu bilden. Und ich bin im Krieg der Allianzen dabei gewesen. Nun will ich nur in Frieden Gideon regieren. Nun gut, dann machen wir uns mal auf. Da ist die Tür. Und dann schauen wir mal eben auf der Karte. Ja, ich habe es geahnt. Wir müssen hier komplett runterreisen. Bis tief in den Süden, in der Nähe vom Raid, also Felsrhein. Und da ist dann unser Zielpunkt. Das heißt, ich mache mich direkt auf dorthin und wir sehen uns dann gleich dort wieder. Ja. Fordert heraus, was ihr zu wissen glaubt, wenn ihr mutig genug dafür seid. Alle Dinge sind möglich. Dieser Kerl hier hat es mir übrigens eingebrockt. Ich biete euch nichts Vorverdautes. Kuratierte magische Empfindungen für Bewohner sämtlicher Nationen. Für lediglich ein Minimum an monetärer Entrichtung. Zeigt mir etwas. Eine Münze und ich komme eurem Wunsch freudig nach. Was fängt eure Seele ein? Durch die Augen eines anderen Zeugen dieses Lebens zu sein? Zwischen den Wolken zu fliegen, stolz und frei? Jene zu sehen, die in Leichentücher gehüllt sind? Also zwischen den Wolken fliegen kann ich anscheinend nicht aussuchen. Beim letzten Mal habe ich bin neugierig darauf, Zeugin eines anderen Lebens zu sein, bezahlt. Also ausgewählt und bezahlt. Dann hatte ich plötzlich dieses Skelett. Und jetzt sage ich mal, ich will jene sehen, die in Leichentücher gehüllt sind. Geisterhaften Gestalten gebiete ich. Also zeigt, wie es am Ende aussieht. Es ist schade, dies sagen zu müssen, aber mein Werk ist vollendet. Bittet mich um ein anderes, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Dein Ernst? Ich habe ein Geisterpferd gesehen und sonst nichts? Boah, echt, ey, ich will mein Geld zurück. So, wir sind nun in der Nähe von unserem Ziel. Jetzt muss ich nur mal eben schauen, wo Evelyn jetzt genau ist. Ah, da ist sie. Hier drüben. Wir müssen reden. Okay. Seid ihr bereit, euch auf feindliches Gebiet zu wagen? Wir müssen diese Grube des Außenseiters finden, nachsehen, ob das Gewölbe dort ist und die Ambitionen erreichen, bevor die erwachende Flamme uns zuvorkommen kann. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wie wir diese Sache angehen sollen? Nun, ihr habt Gouverneurin Keshu gehört. Dies ist das Gebiet der Sulxan. Wir sollten den Kontakt zu diesem feindseligen Stamm von Argoniern meiden, wenn das möglich ist. Aber wir müssen die Grube des Außenseiters erreichen. Also, ich hatte noch einen... Noch einen was? Noch einen Wachtraum. Er überkam mich bei meiner Ankunft hier. Ich glaube, dieses seltsame Buch will mir etwas sagen.
Ich habe diese merkwürdigen Würfel mit Symbolen darauf gesehen. Symbole wie jene in dem Buch, das ich bei mir führe. Ich bin mir nicht sicher, was all das bedeutet. Was möchtet ihr denn tun, Evelie? Ich will das Gewölbe finden. Mit etwas Glück haben wir einen Vorsprung vor Vandasia und seinen Kultisten. Vielleicht können wir dort rein, uns die Waffen schnappen und wieder in Gideon sein, bevor jemand überhaupt merkt, dass wir da waren. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Denkt nur daran, die Sulxan zu meiden. Aber haltet die Augen nach Kultisten der erwachenden Flamme offen. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir allzu bald auf sie treffen. Nun geht und sucht die Grube des Außenseiters. Glaubt ihr wirklich, dass die Kultisten der erwachenden Flamme da draußen sind? Sie müssen ja irgendwo sein. Außerdem wissen wir nicht genau, was Vandasia durch die Ermordung der Ratsmitglieder erfahren hat. Oder was er aus den Dokumenten ziehen konnte, die er aus Leyavin gestohlen hat. Wir müssen davon ausgehen, dass er auf derselben Fährte ist wie wir. Was geschieht, wenn wir den Sulxan nicht aus dem Weg gehen können? Genau das, was ihr erwartet, könnte ich mir vorstellen. Sie sind schließlich blutrünstige Wilde, die Tod und Chaos verehren. Seid kampfbereit. Mehr sage ich nicht. Könnten die Sulxan und der Orden der erwachenden Flamme zusammenarbeiten? Das ist möglich, schätze ich. Doch wir haben dafür bisher noch keinen Beweis gesehen. Hört mal, wir werden nicht mehr herausfinden, wenn wir hier nur herumstehen und darüber reden. Setzen wir uns in Bewegung, in Ordnung? Okay. Also, das muss ich auch erstmal eben schauen. Achso, da wo das Auge ist, ist die Grube, okay. Dann da hinten sind die Sulxan. Versuchen wir hier doch mal schnell hinzukommen, um nicht zu viele von denen aufzuwecken. Hey, das sollte nicht dort sein. Ah, kleine Sterbliche. Kommt, sprecht mit mir. Ja, natürlich. Ich laufe hier komplett den Weg hier durch, damit die mich nicht erwischen und sie steht da so voll auf dem Präsentierteller. Kein Thema. Da seid ihr ja, kleine Sterbliche. Es scheint, wir sind wieder einmal auf der Spur desselben Geheimnisses. Ich vermute, wir können einander bei den kommenden Ereignissen unterstützen. Einander unterstützen? Was schlagt dir vor, Lyrant? Seit unserer letzten Begegnung behielt ich die Umtriebe des Ordens der erwachenden Flamme im Auge. Ich bin ein paar seiner Speer an diesen Ort gefolgt und habe dieses reizende dädrische Gewölbe entdeckt. Ich glaube, die Ambitionen, nach denen ihr sucht, sind darin weggeschlossen. Ihr glaubt das? Wart ihr etwa noch nicht drin? Leider ist das Gewölbe mit ähnlichen Schutzzaubern versehen wie die kaiserlichen Anlagen. Schutzzauber, die dafür ersonnen wurden, Daedra abzuwehren. Was mich einschließt. Entfernt die Schutzzauber und macht den Weg frei. Dann wird unserer beider Neugier befriedigt. Oh, und wegen dieses seltsamen Buchs, das die Elfen dabei hat. Was ist mit dem seltsamen Buch? Als die Waldelfin und ich einander über den Weg liefen, nachdem sie von Leowigs Geheimnis erfahren hatte, spürte ich etwas Ungewöhnliches an ihr. Es ist dieses Buch, das sie mit sich führt. Es ist ein uralter und mächtiger Foliant von fragwürdiger Herkunft. Fragwürdige Herkunft? Inwiefern? Ich glaube, dieses Buch ist das Mysterium Xarxes, ein Foliant aus der Feder von Merunes Dagon selbst. Zumindest sagt man das. Wie immer die Wahrheit über seinen Ursprung auch aussehen mag. Dieser Foliant ist sowohl mächtig als auch gefährlich. Evelie muss ihn auf dem Lesepult platzieren, um die Schutzzauber unschädlich zu machen. Ihr erwähntet Speer des Kults. Was ist mit ihnen geschehen? Um einen der Speer habe ich mich gekümmert. Die wird niemanden mehr belästigen. Der andere könnte entwischt sein, während ich das Äußere des Gewölbes studierte. Daher schlage ich vor, dass ihr etwas an Tempo zulegt. Hier könnten jeden Moment massenhaft Kultisten auftauchen. In Ordnung. Wir werden versuchen, das Gewölbe zu betreten und nachsehen, was es in sich birgt. Denkt daran, solange die Schutzzauber an Ort und Stelle sind, kann niemand das Gewölbe betreten. Nutzt das Buch, das die Waldelfin bei sich hat, um sie auszuschalten und den Weg frei zu machen. Sind die Schutzzauber beseitigt, treffe ich euch drin. Und nun beeilt euch.
Die erwachende Flamme wird jeden Augenblick eintreffen. Woher wisst ihr, dass das Gewölbe Dietrich ist? Könnt ihr das denn nicht sehen? Die erlesene Handwerkskunst? Das überirdische Geschick bei der Errichtung? Dieses Gewölbe wurde nicht von sterblicher Hand geschaffen. Ich glaube sogar, dass es aus den Lavaschmelztiegeln der Totenländer stammt. Es wurde auf jeden Fall gebaut, um etwas Mächtiges einzudämmen. Woher rührt euer Interesse an all dem? Neugier, kleine Sterbliche. Wie soll ich denn die endlosen Tage meiner Unsterblichkeit sonst füllen? Ich sammle Geheimnisse und ich sehne mich danach, die Wahrheit über die Langhauskaiser und ihren mysteriösen Handel mit dem Fürsten der Zerstörung zu erfahren. Nun geht und kümmert euch um diese Schutzzauber. Und wieder mal eine der dummen Fragen meines Chars. Warum braucht ihr mich, um die Schutzzauber zu entfernen? Sie hat es ja nur gerade erst erklärt. Brauchen ist ein sehr großes Wort. Ich brauche gar nichts, kleine Sterbliche. Ich kann mir genauso gut eine neue Ablenkung suchen und eure erbärmliche Welt dem Fürsten der Zerstörung überlassen. Falls ihr euch aber dazu entschließt, das Gewölbe zu öffnen, werde ich euch nach besten Kräften unterstützen. Aber warum könnt ihr die Schutzzauber nicht selbst entfernen und die Tür öffnen? Die Schutzzauber dienen nicht nur als mächtige Schlösser, sondern wurden auch eigens ersonnen, um dätrische Wesenheiten wie mich daran zu hindern, ihren Wirkungsbereich zu durchschreiten. Wissen wir? Für einen Sterblichen mögen sie nur ein Ärgernis sein. Für mich jedoch sind die Schutzzauber tödlich. Wissen wir auch? Genug davon. Das dätrische Gewölbe wartet. Erzählt mir mehr über das Mysterium Xaxis. Dagonisten und Dremora, die mit derlei Dingen vertraut sind, sagen, es wäre in den Wüsten der Totenländer verfasst worden. Ich habe einige Recherchen angestellt, nachdem ich spürte, dass die Waldelfin es hatte. Es ist ein Artefakt von großer und böser Macht und es heißt, dass es schon gefährlich sein könnte, es auch nur zu berühren. Auf welche Art gefährlich? Das weiß ich nicht. Artefakte, die mit dätrischen Fürsten in Verbindung stehen, verfügen oft über einen verderbten Einfluss. Sie wird wahrscheinlich irgendwann ein gewisses Unbehagen verspüren, sofern ihr das nicht bereits widerfahren ist. Sie sollte es gut behüten, aber Vorsicht walten lassen. Gut, Evely, folgt mir. Ich lege das Buch hin, wie Lyrant es vorgeschlagen hat. Genau, ihr macht das. Ihr überprüft diese Würfel. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Würfel machen soll, aber... Also ein S, ein umgedrehtes Kreuz. Wieder ein S. Hey, das hat etwas bewirkt. Okay, also einfach so lange drehen, bis es funktioniert. Dieser Symbole. Mach weiter. Welcher Symbole? Aber egal, Hauptsache es reicht, wenn ich einfach nur drehe und es irgendwann funktioniert. Ich glaube, das hat geklappt. Überprüf die Tür. Okay, wunderbar. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber gut. Oje. Lieber gut gemacht, nicht. Kleine Sterbliche. Nun auf zur Erkundung. Evely, kannst du mal stehen bleiben? Wir öffnen die Tür und Lyrant stürmt einfach ohne uns vor? Das passt mal wieder. Nun, ich schätze, wir sollten uns auch umsehen. Alles, was wir bisher erfahren haben, deutet darauf hin, dass die dätrischen Waffen hier irgendwo sein sollten. Frischt noch einmal mein Gedächtnis bezüglich der dätrischen Waffen auf. Es dreht sich am Ende alles wieder um das Geheimnis von Kaiser Leovig. Wie er die vier Ambitionen versteckte, bevor Varen die Kaiserstadt erreichte und ihn tötete. Wir wissen nicht genau, was diese vier Ambitionen sind. Doch die Dokumente deuteten an, dass es sich um irgendeine Form von dätrischen Waffen handelt. Richtig. Und Vandassia und sein Kult, der Orden der Erwachenden Flamme, suchen sie auch. Jawohl. Und Lyrant glaubt, sie könnten jeden Augenblick hier eintreffen. Sehen wir uns um. Oh, hey, eine Sache noch.
In dem Moment, in dem wir das Gewölbe betraten, fing das Buch irgendwie zu kribbeln an. Ich dachte nur, ihr solltet das wissen. Lyrant glaubt, das Buch ist das Mysterium Xaxis. Falls das stimmt, wurde es womöglich von Merunes Dagon geschrieben. Das Mysterium was? Schon gut, darüber kann ich mir später noch Sorgen machen. Wir haben gerade einen Auftrag zu erfüllen. In Ordnung, gehen wir uns umsehen. Wollen wir mal sehen, was so wichtig ist, dass Leovig es in ein dädrisches und mit Zaubern verschlossenes Gewölbe stecken musste? Gehen wir uns umsehen und dann direkt die nächste Frage. Erzählt mir mehr über dieses Buch, das ihr bei euch habt. Ich schätze, das Buch hat diese ganze Suche angestoßen. Ich habe es im alten Rückzugsort der Langhauskaiser gefunden. Es ist voller dädrischer Symbole und sonderbarer Zeichen. Es dabei zu haben, fühlt sich wie eine Last an. Schwer, bedrückend. Und jetzt kribbelt es. Es kribbelt? Es fühlt sich an wie Vorfreude. Als ob das Buch gern hier sein will oder so. Passt auf. Ich hatte einige düstere Träume, seit ich das Buch fand. Und auch einige dieser Wachträume. Aber das hier ist das erste Mal, dass... Ich weiß nicht, dass es irgendetwas zu wollen scheint? Ja, und vom Mysterium Xaxis habe ich gerade schon gesprochen. Als ob ich nicht schon Albträume gehabt hätte, bevor ich das wusste. Es spricht nicht mit mir. Nicht mit Worten. Aber ich spüre es. Als ob es aufwacht. Und auch wenn ich schon ähnliche Empfindungen hatte, seit ich es fand, wurde das Kribbeln erst richtig heftig, als wir diesen Ort betraten. Das hast du uns eben auch alles schon erzählt. Also das ist jetzt nichts Neues. So, okay. Ich weiß auch nicht, ob die Leute von Zenimax irgendwie denken, dass wir alle Alzheimer haben oder so. Ich meine, es ist jetzt keine 2 Sekunden her gewesen, dass sie genau das gleiche erzählt hatte mit dem kribbelnden Buch. Also, dass es kribbelt, weil sie das Buch hat, besser gesagt. So, wir müssen einmal komplett durchlaufen und dann durch die Tür. Hey, was ist mit dem Gewölbe geschehen? Es hat sich verwandelt in den Ort von, ach shit, wie hieß der Jäger nochmal? Der wie ein Werwolf aussieht? Ich komm gar nicht drauf. Dieser Gott, ne? Dieser Gott, der aussieht wie so ein Hirsch. Den meine ich. Nein, ich kann gar nicht. Tut mir leid. Keine Zeit, um zu spielen. Das würde hier diese Folge bis ins Unendliche weiterziehen. Basti, kannst du dich vielleicht mal um das Gärtchen hier kümmern? Ich höre nicht, dass er zugestochen hat. Das ist nicht gut. Was auch immer er nicht gemacht hat, es hat funktioniert. Oh, oh, noch eine mit Schutzzauber versehene Tür. Okay. Auf der Tür vor uns ist noch ein Schutzzauber. Seid ihr bereit herauszufinden, ob wir sie öffnen können? Meint ihr, das geht genauso wie bei der draußen? Es gibt nur eine Möglichkeit, um das herauszufinden. Ich werde das Buch auf diesem Lesepult platzieren. Dann werden wir sehen, was geschieht. In Ordnung, ich bin bereit. Dann geht es jetzt los. Das Buch kribbelt jetzt so richtig. Macht euch bereit, diese Würfel zu drehen, sobald ich es auf dem Lesepult platziert habe. Ich bin immer noch bereit. Das Buch, es wirkt fast so, als würde es uns die Tür öffnen wollen. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier tue, aber das Gute ist, dass man ja hoffentlich hier auch nur so weit drehen muss, bis dann die Glyphe darüber anfängt zu leuchten. Ich hoffe verständlich, dass es hier auch so ist. Okay, es ist hier auch so. Also für die Leute, die es interessiert, wäre es schön, wenn einer weiß, woran man sich orientieren muss. Ich sehe hier nämlich nirgendwo diese Glyphen. Also kann ich mich ja nichts orientieren, sondern einfach nur drehen. Der Schutzzauber ist aufgehoben. Dann los! Ich
So, erstmal geradeaus. Na gut. Erstmal eine Tür. Sucher sind auch wieder in der Nähe. Erkundet das Dädrische Gewölbe. Und wo sind wir jetzt? Vergesst es. Wir müssen diese Zugbrücke herunterlassen. Und wie? Da unten ist irgendwas. Hatte ich ja nicht gerade was gesehen? Anscheinend nicht. Ich dachte, da unten hat gerade irgendwas geblinkt oder so. Aber habe ich doch falsch geguckt. Wieso muss ich jetzt wieder zurück? Hä? Moment. Hä? Oder ist es die andere Tür jetzt gewesen? Jetzt bin ich leicht verwirrt. Durchlaufen bis zum Ende. Okay. Nee, das war scheinbar die andere Tür. Habe ich gar nicht gesehen. Es muss hier irgendwo einen Hebel oder einen Schalter geben. Ah, nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Der wird mich vorher kriegen. So. Ja, dann hau doch ab, du! Achso, ich dachte, du bist schon tot. Entschuldigung. Ich sah gerade aus, als ob du tot bist. Wo ist denn jetzt? Okay, hallo? Geh mir nicht auf den Senkel hier. Wo ist jetzt das Auge? Ich frag nicht nach. Ich frag nicht nach. Nein, nein, nein. Es hat geklappt. Nun können wir hinüber. Können wir hier runter? Ja. Perfekt. Ich wollte gerade sagen, es gibt doch sonst immer so Abkürzungen, ne? So, die nächste Tür. Mal schauen. Im Ernst? Das war eine Ratte. Lava und ein unheilvoller Himmel? Das Reich des Vergessens ist merkwürdig. Und unheilvolle Stimmen oder Töne oder was auch immer, die ich die ganze Zeit höre. Das kommt auch noch hinzu, Evelyn. Ist das hier eine Brücke? Das ist eine Brücke. Hallöchen. Ich habe keine Zeit für euch. Ich muss mich mal heilen, weil ich sonst tot bin. Hallo, ich hab den hier unterbrochen und der haut trotzdem einfach weiter drauf. Geht das aber nicht. Kümmer dich um die anderen, Basti. Ich muss durch die Tür. Ja, wieso stehe ich jetzt wieder draußen? Hallo? Hallo? Ich fragte mich schon, wo ihr abgeblieben seid. Ich brauche euch noch einmal. Ja, dachte ich mir schon. Kleine Sterbliche, ich kann nicht weitergehen. Ein weiterer Schutzzauber versperrt mir den Weg. Kümmert euch bitte darum. Ja? Vor uns gibt es noch eine weitere Tür, die mit einem Schutzzauber belegt ist? Ja. Das gesamte Innere hier ist mit diesen verdammten Ärgernissen übersät. Unterbrecht den Zauber, damit wir unsere Suche fortsetzen können. Ich glaube nicht, dass uns viel Zeit bleibt, bis die Dagonisten eintreffen. Dieser Ort fühlt sich drinnen auf jeden Fall größer an, als es von außen den Anschein hatte. Sehr aufmerksam. Der Bau ist von einer Magie durchdrungen, die es dem Gewölbe erlaubt, sich so zu verhalten, als wäre es eine kleine Ausstülpung des Reichs des Vergessens. In gewisser Weise ist es das wohl auch, schätze ich. Diese äußeren Teile, durch die ihr gekommen seid? Dort koexistieren die toten Länder und Nirn. Koexistieren? Das gehört alles zum großen Plan von Meronis Dagon. Er glaubt, Nirn gehört ihm. Und er hat lange nach einem Weg gesucht, seine Ebene im Reich des Vergessens mit der Welt der Sterblichen zusammenzubringen. Vielleicht sind die Ambitionen ein weiterer Schritt in diese Richtung. Nun, öffnet diese Tür.
Da stand aber nun öffnet diese Tür, nicht nun öffnet diese Tür. Es ist alles noch eine Sache ein der Zauber. Verdammt! Ich platziere das Buch. Ihr dreht die Würfel. Mach das. So, sie ist bereit. Ich habe wieder absolut keine Ahnung, nach welchen Würfen ich Ausschau halten muss, aber ich drehe einfach mal die Steine. Die Würfel, was auch immer. Das hat etwas bewirkt. Sind das links kotzende Fische oder was soll das sein? Gute Arbeit, mach weiter! Viel Schutz brauchte. Wie ist das, Schwester? Dramatischer Destron, mehr Elan. Kalia, sorgt einfach dafür, dass es diesmal auch wie ich aussieht. Oh, Bruder, ich fange immer euer echtes Ich ein. Menschen? Wo sind die dädrischen Waffen? Wer sind diese Eindringlinge? Ich spüre die Kultisten. Sie sind in der Nähe. Bald, Elfin. Findet heraus, was hinter diesen Türen ist. Obacht, Bruder. Sie wirken gefährlich. Gefährlich? Wir sind Helden. Na schön, Lyrant. Ich spähe die Gegend aus. Ihr sprecht mit ihnen, Partnerin. Wir sind Helden. Ich wusste, dass ich etwas Seltsames gespürt habe. Als ob in der Ferne Glas zerbricht. Wer seid ihr? Und warum habt ihr die Schutzzauber gestört? Wir sind auf Geheiß von Lea Wien und Gideon hier. Wir suchen nach den vier Ambitionen. Die vier Ambitionen? Ein merkwürdiger Ausdruck. Verratet mir doch bitte, was diese vier Ambitionen sind, nach denen ihr sucht. Wir sind uns da nicht ganz sicher, doch wir dachten, es handle sich um dädrische Waffen. Waffen? Wir haben hier keine Waffen. Zumindest keine, von denen ich wüsste. Seht euch gern um, wenn ihr mögt. Vielleicht findet ihr ja, wonach ihr sucht. Vielleicht auch nicht. Wobei ich eher so das Gefühl habe, dass damit die Menschen gemeint sind, wenn wir jetzt noch zwei andere finden würden. Erklärt euch, wer seid ihr und warum seid ihr in unsere Klausur eingedrungen? Wie Klausur? Schreibt ihr hier gerade eine Arbeit oder was? Wir sind auf Geheiß von Lea Wien und Gideon hier. Wir suchen nach den vier Ambitionen. Vier Ambitionen? Ihr meint einen ehrlichen Wunsch oder etwas, wonach man strebt? Wie kann denn so eine Idee auch gleichzeitig etwas Greifbares sein? Wir glaubten, die Ambitionen wären dädrische Waffen, doch nun bin ich mir da nicht mehr so sicher. Waffen? Hier gibt es keine Waffen. Nur meine Schwester Kalia, mich und unsere Fürsorger. Früher haben uns Lehrer besucht und der Kaiser. Aber wir haben schon viele Jahre lang keine Menschenseele mehr gesehen. Seht euch gerne um, wenn ihr denn müsst, doch lasst uns in Ruhe. Lasst uns in Ruhe, geht weiter. Interessant. Ein Totem zu Ehren von Meronis Dagon, glaube ich. Mhm. Das finde ich ja interessanter hier. Destron sagt, ich habe mich verbessert. Mhm. Moment, können wir das noch? Ich habe nichts gemacht. Wir sind die Zwillinge, wir sind die Steinböcke. Die Fürsorger sagen, dass unsere Ausbildung, unsere Isolation bald ihr Ende hat. Aber es kommt einfach niemand. Wir haben seit vielen Jahren keinen neuen Lehrer gesehen. Und sogar der Kaiser, der uns häufig besuchte, ist seit Kalias und meiner Kindheit abwesend. Haben wir ihn irgendwie enttäuscht? Ist er wütend auf uns? Kalia und ich widmen uns weiter unseren Studien. Wir haben unsere Aktivitäten, aber wir sind einsam. Die Fürsorger helfen uns, wo wir können, aber sie sind todsterbenslangweilig. Ich weiß, dass Kalia die Welt außerhalb unserer Klausur sehen möchte und ich sehne mich nach den Abenteuern. Oh Mann,
Ich möchte die Orte sehen, von denen ich bisher nur gelesen habe. Sie erzählen uns, dass es bald soweit sei, aber sie verraten uns nicht, was das eigentlich bedeuten soll. Nun denn, wir können wohl noch ein wenig länger warten. Uns bleibt ja keine große Wahl. Unterlass das bitte. Das ist persönlich. Entschuldigung. Evelyn suchen. Hey, wir haben Ärger. Ich brauche euch. Ich komme. Seht nach Evelyn. Ich werde Kalia und... Ich bin doch schon da. Vandasias Kultisten sind hier. Wir brauchen einen Plan. Portale öffneten sich rings um mich und plötzlich waren da überall Kultisten. Wie ist es Ihnen gelungen, ein Portal so tief ins Gewölbe zu öffnen? Nun, wir haben alle Schutzzauber aufgehoben, die diesen Ort beschützten. Eben. Ich habe so viele von Vandasias Irren mit Pfeilen gespickt, wie ich nur konnte. Aber der Rest von ihnen hat sich zerstreut. Wo sind sie hin? Tiefer in das Gewölbe hinein. Verdammt, dieser Ort ist riesig. Ich nehme an, ihr habt da in diesem anderen Raum nicht zufällig die dädrischen Waffen gefunden? Nein, nur diese Zwillinge. Na gut. Mehr kriegen wir von ihr nicht zu hören, also laufen wir einfach mal weiter. Was geht hier vor sich? Das weiß ich auch nicht. Was auch geschieht, bleibt in meiner Nähe. Genau, bleibt in seiner Nähe. Die erwachende Flamme beansprucht die Ambitionen für Merunes Dagon. Gehst du mir mal aus dem Weg, bitte? Dankeschön. Ich muss in den nächsten Abschnitt. Unsinn, Kind. Ihr seid eine Ambition. Der hohe Priester hat große Pläne für euch. Destron, was sollen wir tun? Genau das, wozu wir ausgebildet wurden. Haha, ich hab's überlebt. Ich glaube, wir haben diese Waffen gefunden. Hm, sag ich doch. Meine Intuition enttäuscht mich selten. Sie wollten uns wegbringen. Mich und meine Schwester. Ich konnte das nicht zulassen. Das war eine beeindruckende Zuschaustellung von Macht. Findet ihr? Als sie hier hereinstürmten und verlangten, dass wir mit ihnen gehen, da hatte ich einfach ein mulmiges Gefühl. Ich wollte sie wirklich nicht alle auslöschen. Ist sie verprügelt worden? Sie sieht so komisch aus im Gesicht. Angesichts dessen, was ich gerade gesehen habe und was die Angreifer eben sagten, gehe ich davon aus, dass ihr und eure Schwester zwei der Ambitionen seid. Da werde ich mich auf euer Wort verlassen müssen. Da man nun in unsere Klausur vorgedrungen ist und unsere Fürsorger tot sind, können wir hier nicht bleiben. Wir werden mit euch gehen, falls das in Ordnung ist. Wir werden euch an einen sicheren Ort bringen. Diese Leute, sie wollten uns wegbringen. Wusstet ihr, dass euer Bruder das kann? Ja, aber ich habe ihn noch nie derart viel rohe Kraft in einer einzigen Ladung entfesseln sehen. Oder gegen lebende Ziele. Offenkundig erweist uns unsere Ausbildung gute Dienste. Verfügt ihr auch über diese Art von Macht? Estron war schon immer mächtiger. Doch falls ihr fragt, ob ich mich verteidigen kann... Ich lasse mich hier von niemandem ohne unser Einverständnis wegbringen. Ja, und das ist dann wohl Antwort genug? Estron und Kalia, die Zwillinge. Sie sind die Ambition. Zumindest zwei von ihnen. Ich muss schon sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die Waffen Menschen sind. Aber sei es drum, Vandasia und sein Kult wollen sie immer noch in die Finger kriegen. Was schlagt ihr denn nun vor? Offensichtlich müssen wir sie beschützen und an einen sicheren Ort bringen. Insbesondere deshalb, da wir diejenigen sind, die ihr Gewölbe entriegelt und den Kultisten einen Weg nach drinnen aufgetan haben. Ist nicht ganz verkehrt. Wohin sollen wir sie bringen? Gute Frage. Leyavin leidet noch unter den Nachwehen des letzten Angriffs des Kults. Aber Gouverneurin Keshu hat ihre Hilfe angeboten. Ich sage, wir bringen die Zwillinge nach Gideon. Danach können wir uns überlegen, wie wir die anderen beiden Ambitionen ausfindig machen und in Sicherheit bringen. Wer immer sie auch sein mögen. Ja, ich gehe jetzt auch davon aus, dass die anderen wohl auch Personen sind. Und so wird das Geheimnis langsam deutlich. Die Ambitionen sind nicht nur Waffen. Sie sind auch in gewisser Weise Sterbliche. Es liegt auf der Hand, dass diese beiden mit ungeheurer Macht erfüllt wurden. Macht, die einen deutlichen dädrischen Beigeschmack hat.
Ich habe genug erfahren. Fürs Erste. Habt ihr genug erfahren? Verlasst ihr uns? Das Mysterium hat meine Neugier geweckt. Ich wollte wissen, was die Ambitionen sind und warum die Dagonisten sie haben wollten. Nun weiß ich das. Oder ich habe zumindest eine Vorstellung davon. Wir könnten nach wie vor eure Hilfe gebrauchen. Es gibt noch mehr zu erfahren und wir müssen immer noch Vandazia aufhalten. Vandazia ist ein sterbliches Problem, um das sich am besten Sterbliche kümmern. In der Zwischenzeit würde ich gerne Nachforschungen anstellen, wie diese beiden Ambitionen an ihre Macht gekommen sind. Ich habe da meine eigenen Mittel und Wege. Doch keine Angst. Ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder. Ich garantiere es euch sogar. Ja, Lyrant, ich nehme dich mal beim Wort. Und ihr wisst, was jetzt kommt bei dieser Einstellung. Die Folge ist schon sehr, sehr lange gewesen. Ich muss mal schauen, ob ich sie cutten werde oder ob ich das einfach der Thematik halber zusammenlassen werde. Wir machen hier auf jeden Fall erstmal einen kleinen Cut zum Ende hin und wir werden uns dann in der nächsten Folge in der Stadt Gedion wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.